Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Randomizer von Minish Cap. Es geht wieder weiter, wir haben im letzten Part auch noch den, wie heißt das Ding? Tor des Windes haben wir abgeschlossen, genau, das Ding ist komplett durch. Feuertempel haben wir durch und gut ausgestattet können wir jetzt erstmal, denke ich, zurück in die Stadt Hyrule. Und da vielleicht die ein oder andere neue Sache machen. Auch können wir vielleicht hier mal zum Grab des Königs und sowas. Na, vielleicht können wir da jetzt mit unseren neuen Fähigkeiten auch easy hin. Was wir jetzt aber als erstes auf jeden Fall machen. Bevor ich das vergesse. Warte mal, wie war denn das? Ne, da oben musste ich lang. Ich will jetzt erstmal diese Vierer-Quest erledigen. Hier rein. Und jetzt können wir nämlich auch endlich diesen Stein hier verschieben. Hätte ich auch mit dreien geschafft, glaube ich. Geht aber auch bestimmt mit vieren, oder? Nee, geht nur mit dreien, okay. Heißt, wir machen das hier einmal ein bisschen schwächer. Das wäre bestimmt noch so gegangen, oder? So. Jetzt räumen wir hier den letzten Stein rein. Das Ding schieben wir weg. Und die Schatzkiste muss ich da runterschieben. Theoretisch. So, und dann müssten wir hier theoretisch durch sein. Sehr gut. Ich gucke mir dann nochmal die Räume alle einzeln an. Ob ich noch irgendwas anderes finde. Ich glaube, wir hatten noch irgendwas mit der Fackel. Die haben wir jetzt ja auch. Huch. So, aber das ist jetzt eigentlich der Hauptpreis und es gibt den Wirbelhieb. Jeder Hieb ist von enormer Kraft. Der Wirbelhieb. Ja, toll. Was ist denn das? Oder hatten wir das schon mal? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das auf jeden Fall mal eins hoch und... Keine Ahnung. Ich mach mal so. Ist einfach stärker geworden, meine Attacke? I don't know. Okay, wir gucken mal. Haben wir hier noch irgendwas? Kann man auch so ein bisschen als Abkürzung nehmen, oder? Ich weiß nicht. Die Steine kann ich leider nicht zerschlagen. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter. Oder? Das ist der Brunnen. Okay. Wir haben eine neue Fähigkeit erlernt, das ist doch nicht schlecht. Was können wir noch tun? Dann erinnere ich mich kurzerhand. Das war da vielleicht mit den... Ne, die Schatzkiste hier. Vielleicht können wir da jetzt mit der Fackel ran. Vielleicht geht das ja. Wenn ich jetzt hier die Fackeln anzünde... Vielleicht. Jo, da geht die Tür auf. Alles klar. Easy peasy. Dass die auch keinen Mana verbraucht, ne? Das sind wir doch auch schon durch mit denen, oder? Mit den Glücksfragmenten. Verstehe ich nicht. I don't know. Na egal. Gut, da habe ich auf jeden Fall nichts zu markieren mehr. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, dass. Brauchen wir einfach nicht mehr. Das ist wieder vielleicht so ein doppeltes Ding. Gut, dann die Bücher in der Bibliothek können wir abgeben. Hallo. Oh, das Buch kenne ich doch. Die Legende der Minish. Längst überfällig. Jo. Weg damit. Und? Alles über Masken. Weg damit. So. Dann hätten wir die alle drei. Und jetzt können wir theoretisch... Als kleiner Minish. Hier bin ich. Ich bin schon gut wie erledigt. Der Vater Orca. Ah, die stand noch gar nicht da drin. Alles klar. Geil. Das Bücherregal ist wieder ordentlich. Wunderbar. Sieh dir nur alles in Ruhe an. Ja, schön. Kann ich eigentlich hier... Kann ich auch die Masken runterfeuern. Ah, vielleicht sollte ich mir, bevor ich da jetzt hochgehe und Geld bekomme
und wieder auf die 999 gehe, mal kurz im Laden den Schmetterling kaufen fürs Graben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Hier. 600 Rubine. Jo, rein damit. Glücksschmetterling, jetzt kannst du schneller graben als vorher. Das heißt, wir können uns jetzt hier bei den Handschuhen den Buff geben. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt sind wir schon gut stark geworden, denke ich. Und das Geld haben wir auch ausgegeben. Da bin ich zufrieden mit. Okay. Bibliothek. Alter, warte mal, da muss ich von da drüben rein, ne? Ja. Ich erinnere mich. Wie ist denn das hier jetzt eigentlich? Aber ich habe doch schon alle. Weiterlesen. Nein! Beenden. Und das ist Band 4 oder was? Kann ich da jetzt noch mehr bestellen? Lohnt sich das? Aber ja, hier geht's noch weiter, oder? Ah, aber kriegt man da irgendwas, Leute? Ich behalte jetzt erstmal mein Geld. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man da irgendwas für bekommt, wenn man alle Fibeln da liegen hat. Aber ich glaube ja nicht, oder? Ich denke ja eher nicht. So, jetzt muss ich mich mal irgendwie klein machen. Damit ich in die Bibliothek komme. Wie war denn das? Ich glaube, da musste ich von ganz unten, ne? Muss ich ja durchlatschen. Genau. Ich mache mich mal hier klein. Gehe hier raus. Gehe hier rüber. Gehe da hoch. Da komme ich oben raus. Ja, wir können jetzt halt auch in die verschiedensten Tempel nochmal reingehen, ne? Ah, hier guck mal. Hier kommen wir doch auch weiter. Ich kann mich ja jetzt vierteilen. Die Frage ist, kann man sich hier irgendwo vierteilen? Hier? Nö. Hä? Kann man sich hier irgendwo vierteilen? Ah. Das ist doch gut. Okay, warte mal, jetzt bin ich nur drei geteilt. Zack. Ja, muss ich mich vierteilen? Ja, das ist klug. Zack. Komme ich damit überhaupt durch? Nö. Doch. Muss ich springen? Ich kann gar nicht springen. Aber ey, muss ich mich in eine Reihe aufstellen? Das war gut. Ich muss das Buch doch runterschubsen, oder? Aber wie soll ich denn das machen? Jetzt liegt da wieder der Dreck drauf. Aber ich konnte jetzt auch so hier nicht springen. Ich kann nicht springen oder so. Ich denke auch eher, man muss da vielleicht in einer Reihe stehen, oder? Kann das sein? I don't know. Ach so. Vielleicht doch eher drei teilen? Ne. Ah, das reicht. Okay, alles klar. Cool. Ja, hä? Hä, noch ein Schwert-Upgrade? Aber, hä?
Verstehe ich jetzt nicht. Sind wir dann einfach noch stärker oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Hallo, wer bist du denn? Das Sammeln der Figuren dauert ewig und limitierten Ausgaben. An die ranzukommen ist schier unmöglich. Wir haben schon alle, glaube ich. Wir haben alle gehackt. Ja, das würde nichts bringen, ne? Ich glaube, das ist einfach wieder ein Bonus, was ich mir holen könnte. Als hätte ich auch schon lange die Verstärkung fürs Schwert bekommen können. Hätte. Haben wir aber nicht. Wir schauen es uns trotzdem mal an. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Sind wir jetzt noch stärker? Sind wir jetzt noch stärker, Leute? I'm not sure. Egal, wir wollen ja immer noch in die Bibliothek. Hä, gibt es noch ein stärkeres Schwert? Nö. Ist das stärkste eigentlich. Okay, ich glaube, das hat einfach nichts gebracht. Ist meine Meinung nach. Okay, wir gehen erstmal als Minish noch hoch in die Bibliothek und gucken mal, ob wir da noch was Schönes erhalten. Dann haben wir schon mal ein paar Sachen wieder ausgeschlossen. Achso, war das jetzt eigentlich richtig? Nee, hä? Muss ich durch den Kamin? Ah, ja, ich muss durch den Kamin. Was war hier? Hier war nix. Was war hier? Auch nix. Ah doch, ich muss da hinten raus. Da hinten muss ich wieder rausgehen. Nö. So, dann muss ich darüber. Boah, bin ich richtig? Bin ich bei den Katzen? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Und die Frage ist, kann ich da noch was machen? Kann ich hier noch was tun? Oder haben wir hier schon alles erfüllt? Ja, jetzt fängt das Gesuche halt an, ne? Wo kann man vielleicht was tun? Wo nicht? So. Na, ich glaube, wir haben ja alles, ne? Okay. Jetzt habe ich das irgendwie vermasselt, zur Bibliothek zu kommen. Wie kommt man denn da? Aua, du Sackkatze. Was soll das denn? Wie komme ich denn zur Bibliothek? Ah, ich bin doof, ne? Ich muss einfach oben rausgehen, glaube ich. Ich bin doof. Ja, sorry, Leute. Mein Fehler. Ich muss oben aus der Bibliothek einfach rausgehen und dann kann man sich da verwandeln. Stimmt. Aber naja, wir haben ja trotzdem noch was gefunden. Theoretisch. Auch wenn es eigentlich nichts war. Haben wir es mitgenommen. So, dann würde ich sagen, nochmal schnell bei der Bibliothek raus. Ja, das war jetzt mein Fehler. Weil ich dachte gerade, wir müssen da hochgehen, aber logischerweise ist das ja falsch, weil wir müssen hier raus und uns dann klein machen. Ja, das habe ich irgendwie gerade falsch beobachtet. Obwohl ich schon 20 Mal gemacht habe. Naja. So. Wir haben neue Bücher im Regal. Hä? Achso, hier kann ich rüber. Okay, jetzt gehe ich hier wieder runter. Und dann kommen wir hier rein. Frage ist, kriegen wir hier was? Tempel des Tropfens.
Öffne dich, Wunderklappe. Okay. Kommen wir zu den Dungeon? Waren wir hier schon? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, shit. So, einmal mit der Fee. Dann fliegen wir mal hier rüber. Ich weiß nicht genau, ob wir hier schon mal waren. We will see. Ja, wir waren hier schon mal. Shit. Ja, bringt mir einfach gar nichts. Wir kommen jetzt da als kleiner Minisch wieder raus. Kann das sein? Oder was ist das hier? Okay. Haben wir hier sonst noch was? Ne, war glaube ich alles für die Katz jetzt, ne? Ah, doch, guck mal hier. Ah. So. Ah, Rubine. Schade. Ja, in die Wolken könnten wir halt auch, aber wir könnten halt auch in die anderen Tempel noch rein. Wo können wir denn noch hin? So, ja, machen wir uns das mal wieder groß, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun an Stellen, wo ich die Lampe gebraucht habe oder wo ich mich vierteilen musste. Oder dreiteilen, whatever. Deswegen, ja. Können wir eigentlich einfach mal so auf die Suche gehen. Oder wir gehen halt in den Waldtempel. Wäre auch eine Möglichkeit. Tempel des Tropfens wäre auch eine Möglichkeit. So, was haben wir denn hier? Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Zack. Mach weg das Ding. Da können wir als Minisch reingehen. Schauen wir mal. Okay. Das war schon mal gar nichts. Können wir hier sonst noch was als Minisch machen? Könnten wir hier noch was als Minisch machen? Wir könnten hier ins Wasser gehen als kleiner Minisch. Aber lohnt sich das? Dann könnte man da reingehen. Aha. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob wir da schon mal drinne waren. I don't know. Wir machen 2 Minuten Überlänge ein bisschen auf jeden Fall, weil ich habe jetzt hier so lange rumgekäst. Wäre sonst unfair euch gegenüber. Können wir hier eigentlich irgendwas Neues machen? Vielleicht hat der gute Herr ja noch irgendwelche Tipps für mich. Seeler Wasserfall. Ja, ja, da war ich ja schon. Schade. Ja, dann gehe ich da als kleiner Minisch nochmal rein. Ich muss nochmal alles so ein bisschen abklappern, ne? Weil wir haben ja jetzt mittlerweile die Möglichkeit, fast alles zu tun. Dementsprechend ist das, glaube ich, keine... Kann ich hier auch einfach runterspringen? Ja klar, kann ich das. Was eine Frage. Ah, okay, wir waren hier zwar noch nicht, aber... Gibt nur 10 Bomben. Mano. Nö, 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 nö. Hallo? Ja, war nicht ganz so erfolgreich der Part. Aber es muss ja auch mal wieder solche geben, ne? Ich meine, dafür war die letzten 2 Folgen ja ziemlich krass. Da haben wir uns ja sowas von geupgradet. Und manchmal hat man halt einfach Pech und stromert halt einfach nur ein bisschen rum. Und ja, geht ein paar Orte ab und hat dann nicht so viel Glück. So, aber was wir machen können, ihr habt mir erzählt, es gibt da so ein paar Orte, an denen ich mal graben soll, ne? So, hier war auch nichts weiter. Hier hätten wir die Fackel gefunden, glaube ich. Die Lampe. So,
So, ich gucke mich hier nochmal ganz unten. Hier, ne? Hier soll ich mal graben, hat er erzählt. Ah. Was? Hä? Warum denn so viel Kohle? What the heck? So. Hier waren wir ja schon. Und da gab es aber noch so einen Ort, wo ich graben konnte. Hier war das Haus, gell? Aber ich glaube, da waren wir fertig. Richtig? Okay. Okay, wir haben noch ein Item bekommen. Ich glaube, der hat gesagt, wir sollen später nochmal wiederkommen, ne? Okay. Und hier war, glaube ich, auch noch was. Genau, hier konnten wir auch nochmal buddeln. Aber ist jetzt auch wieder nur Geld drin? Ist auch wieder nur Geld drin. Ja, jetzt haben wir Maximum. Fast. Da kann ich mir ja fast die Schwertfibeln auch noch kaufen. Junge, Junge. Okay, aber, ja. Okay, dann haben wir das hier jetzt auch erstmal wieder abgeklappert. Damit sind wir hier, glaube ich, auch durch. Hochebene von Bele. Okay, ist nix. Aua. Auch nix. Viele Orte, wo einfach nichts ist. Aha. Hier sind wir damals durchgekommen, glaube ich, ne? Okay, komme ich auch nicht zurück. Aber das war der Ort, wo wir uns durchgeschoben haben. Als wir uns nur zwei teilen konnten. So, was war hier drin? Eine Feenquelle. Da nehme ich mal kurz was mit. Ja, und dann endet hier auch der Part langsam, Leute. So, hier war jetzt nichts weiter. Hier war noch ein Deku-Kerl, ne? Oder? Ja, okay. Ah, da muss ich mich halt dran erinnern. Auch halt den Schild. Ja, Leute, ich würde sagen, wir durchströmern jetzt erstmal die Welt so ein bisschen. Ich würde mir jetzt nochmal schnell hier die Schwertfibel Nummer 5 kaufen. Einfach damit unser Geld nicht sinnlos irgendwo landet. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part stromen wir mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.